Hier erkläre ich den Aufbau eines Zweitaktmotors. Die Kurbelwelle wird in die Gehäusehälfte eingebaut. Jetzt wird die Eingangswelle aufgebaut. Immer Gangzahnrad und Distanzscheibe abwechselnd draufstecken. Das ist die Ausgangswelle, welche im Aufbau gleich wie die Eingangswelle ist, nur noch mit einem eingepressten Kugellager oben drauf ist. Jetzt werden Eingangswelle und Ausgangswelle gleichzeitig eingebaut. Das ist das Kickstarter-Zahnrad, welches auch noch eingesetzt wird. Jetzt werden beide Gehäusehälften zusammengesteckt. Nun wird das Gehäuse mit 10 M6 Schrauben gesichert. Die Ausgleichsscheiben sorgen dafür, dass die Kurbelwelle kein Spiel mehr hat. Der sogenannte Sägerring sorgt dafür, dass die Ausgleichsscheiben nicht rausfallen können.
Der Simmering dient als Dichtung. Der Schwenkhebel wird eingesetzt und anschließend mit der Schaltwalze verbunden. Der Schwenkhebel wird von der anderen Seite mit einer Mutter gesichert. Drei Sägeringe sorgen dafür, dass alles fest im Gehäuse sitzt. Der zweite Simmering wird ebenfalls auf die Kurbelwelle gesteckt. Jetzt wird der Kickstarter eingebaut. Der Kickstarter besteht aus dem Mitnehmer für die Kickstarterwelle, welche mit einer Nase ist, die Kickstarterfeder und ein Spannblech für den Kickstarter. Das Spannblech für den Kickstarter wird jetzt mit einer Schraube im Gehäuse gesichert. Der innere Schalthebel wird Schaltwalze eingesetzt. Natürlich vergessen wir nicht, die Kupplung auf die Welle zu stecken. Bevor wir den Kolben zusammenbauen, muss ein Nagellager eingesetzt werden. Zwei Distanzscheiben werden an die Seite mit ein bisschen Fett dran geklebt. Der Pfeil auf den Kolben zeigt in die Auslassrichtung. Der Bolzen wird in den Kolben reingesteckt und anschließend mit Federringen gesichert. Fast zum Schluss wird der Kolben in den Zylinder eingefädelt.
Hier kann man kurz die Überströmkanäle sehen. Jetzt drehen wir an der Kurbelwelle, um zu zeigen, dass der Kolben sich bewegt. Die Aussparung am Zylinderkopf ist in Auslassrichtung einzubauen. Zum Schluss wird die Zündkerze eingeschraubt. Das war der Aufbau eines Zweitaktmotors am Beispiel einer Simson S51. Und hier ist der Motor in dem schicken Moped eingebaut.